Unterwegs in Workuta. Unterwegs in Workuta. Zu einem ehemaligen sowjetischen Arbeitslager. Rund 1800 Kilometer nordöstlich von Moskau. Hier beginnt sie. Die Spurensuche, eines Überlebenden mit seiner Tochter und dem Sohn eines ehemaligen Häftlings. Das sind Streben, aus denen die Seitenwände der Baracken gemacht werden. Die werden angenagelt und das Isolationsmaterial wird dazwischen genagelt. Wie dieses Zeug hier. Ja, ja, ja. Das ist ja auch so. Ja. Ja. Ich dachte erst, das wäre ein Dann sind wir hier schon ganz gut der Sache auf der Spur. Für Stefan Krikowski wird es eine Zeitreise in die Vergangenheit. In die schreckliche Vergangenheit seines Vaters, der 2007 gestorben ist. Es ist schon sehr bewegend natürlich. Mein Vater ist ja 1951 musste ja auf dem ähnlichen Gleis die Fahrt nach Workuta antreten über Moskau. Und ja, jetzt nach vielen, vielen Jahren, 2013 zum 60. Jahrestag des Aufstandes, fahre ich nun auch mit meiner Frau hin. Das ist sehr bewegend und aufregend natürlich. Das erste Mal bin ich ohne Billett hierher geschafft worden, mit geschlossenen Händen. Und in einen speziellen Gefangenenwaggon reingebracht worden. Das war 1951. Mike Müller-Hellwig ist einer der wenigen Augenzeugen des Aufstandes von 1953, die noch einmal an den Ort des Schreckens zurückkehren. Jetzt mit einer Reisegruppe, organisiert von der Landesbeauftragten für Stasi-Unterlagen Mecklenburg-Vorpommern und der Vereinigung der Opfer des Stalinismus Sachsen-Anhalt. Es war damals natürlich eine harte Geschichte, in ein sowjetisches Lager zu kommen. Und die Gefängnisse, die haben wir unterwegs nur erlebt, weil wir wussten, wer in die Sowjetunion gebracht wird, soll nicht zurückkehren. Wer nach Workuta gebracht wird, bleibt da. Einmal nach Workuta, aber auch nur einmal. Nie wieder möchte ich hier hin. Aber ich möchte es einmal gesehen und erahnt haben und gespürt haben, wie das hier aussieht. Und irgendwann in meinem Leben wollte ich das auch mal den Ort gesehen haben, wo er im Gulag war, wo er in Haft war über viele Jahre. Workuta ist eine der wichtigsten Kohleregionen in der Sowjetunion. Ein unmenschliches Arbeitsfeld. Stalin lässt Hunderttausende hierhin verschleppen. Auch viele der 40.000 deutschen Zivilisten aus der sowjetischen Besatzungszone. Sie wurden zwischen 1945 und 1955 durch sowjetische Militärtribunale verurteilt. Das hier muss ein Weg zum ehemaligen Lager sein. Als ob die hier Garagen oder so etwas gebaut hätten. Später. Gucken wir uns gleich mal an. Das könnte der Rest eines Postenturms sein. Das ist ein Stück Waggon, ja, ja. Kein Postenturm. Die Geschichte seines Vaters ist mittlerweile seine Geschichte. Seit Jahren beschäftigt sich Stefan Krikowski mit der Geschichte seines Vaters Johannes. Er wird 1951 in Greifswald verhaftet und dann nach Schwerin ins Gefängnis der sowjetischen Geheimpolizei gebracht. Also wenn es Amnesty International gäbe, wäre er der klassische politische Gefangene. Als junger Student in Greifswald verhaftet, ein krasses Unrechtsurteil, weil er freie geheime Wahlen forderte und andere Dinge sagte. K. wurde als Agent entlarvt, welche übergeschwärzt an den französischen Geheimdienst Spionagematerial lieferte. Das zeigt die Farce, die Willkür, das Unrecht eben nichts mit einem rechtsstaatlichen Urteil in keinster Weise zu tun hat, denn im Haftbeschluss steht schon das Urteil. K. wurde entlarvt, als Agent entlarvt. Mike Müller-Hellwig schreibt Geheimartikel für die amerikanische Neue Zeitung. Er wird verpfiffen und bestraft. 25 Jahre Arbeitslager. Zunächst haben wir geglaubt, 25 Jahre, das ist nur ein Schocker. Und dann stellten wir fest im Lager, da gab es schon Leute, die hatten schon 20 Jahre gesessen. Es war kein Spaß.
Das war eine Strafe, die man absitzen musste. Von Berlin aus geht es mit dem Zug oft monatelang bis nach Workuta. Viele Häftlinge überleben die Fahrt nicht, weil es kaum Nahrung und Wasser gibt. Einmal waren wir in einem Abteil, was ausgelegt war für 8 Personen, lagen dann also mehr oder minder 25 bis 30. Man muss sich klar machen, wir fahren hier hin. Okay, es ist auch nicht so bequem, jetzt in diesen Zügen zu sitzen. Nicht die hygienischen Verhältnisse, das geht einigermaßen. Aber uns geht's gut. Wir haben Wasser, wir haben reichlich zu essen. Wer hat denn die Gleise gebaut? Das wurde von Häftlingen, von Sklaven erbaut. 1000 Kilometer Gleisstrecke. Man sagt unter jeder Schwelle 1 bis 2 tote Häftlinge. Mike Müller-Hellwig hat die Zeit seiner Gefangenschaft offenbar gut verarbeitet. Stefans Vater konnte dies bis zu seinem Tod 2007 nicht. Zumindest mein Vater, ich denke, das war bei vielen ehemaligen Häftlingen so, er war völlig überfordert mit sich und der Gesellschaft und auch mit Kindererziehung. Es war anstrengend mit ihm und ich kann nicht sagen, es gibt keine Erinnerung, dass ich weiß, er hat mit mir gespielt. Ich hatte immer den Schlüssel immer fest in der Hand, dass ich nie raschelte, dass der nicht hören kann, dass ich nach Hause kam. Denn das Rascheln der Schlüssel war immer das Zeichen der Verhörer. Dann sind die vor die Türen, haben mit den Schlüsseln geschlagen gegen die Türen. Und das ist für ihn so ein entsetzliches Geräusch, dass ich das vermeiden wollte. Ich wusste das von seinen Erzählungen, hatte bis heute, halte ich immer den Schlüssel fest, auch bei mir zu Hause, obwohl es keinen Grund gibt. Aber das ist so schon aus der Kindheit wahrscheinlich. Stefan ist froh, dass ein Mithäftling seines Vaters ihm die Orte zeigt. Ich vermute, dass das alte Badehaus war. Ja. Aber wir können uns ja noch mal die Knochen zerbrechen. Hier rein und dann hat man sein Zuber vollgefüllt und sich das über den Kopf gegossen. Es ging ja sehr geordnet. Nicht jeder konnte hier reingehen, sondern das wurde brigadenweis gemacht. Und zwar die Übertagebrigade, die Schachtbrigaden gingen hier gar nicht rein. Die Angehörigen der Häftlinge wissen meist nichts von der Verhaftung und Verschleppung. Beim Ankommen in Workuta fehlt es den Gefangenen vor allem an warmer Kleidung. Trotzdem stehen im Lager täglich 10 Stunden Arbeit an. Weit hinterm nördlichen Polarkreis, die ständige Kälte, 9 bis 10 Monate eisiger Winter, 40, 50 Grad minus in den extremen Monaten. Unvorstellbare Bedingungen für einen Mitteleuropäer. Also viele Häftlinge haben berichtet, auch mein Vater, Bluthochdruck. Die kamen mit dem Klima nicht klar. Mein Vater hat einen extremen Bluthochdruck hier in Workuta. 220 zu 120. Es gab Ärzte, die haben das gemessen. Also die sind reihenweise auch umgefallen wie die Fliegen, weil die mit dem Blutdruck nicht klar kamen. Insgesamt werden mehr als 1 Million Frauen und Männer nach Workuta verschleppt. Aus vielen Ländern. Von ihnen sterben nach Schätzungen etwa 250.000 an den Haftbedingungen im Lager. Wenn man hier raus will, was sowieso ein gewaltiges Risiko bedeutet, nämlich erwischt und erschossen zu werden, wenn man hier raus will, dann muss man das auf längere Zeit vorbereiten. Und längere Zeit, das bedeutet, man braucht Jahre, um die Sprache zu lernen, um entsprechendes Verpflegung sich zu trocknen und aufzubereiten, einfache Waffen herzustellen, Messer. Also das war mir klar hier, einfach durch den Zaun zu klettern, das ist kein Problem. Auch bei Nacht, denn im Winter ist es kalt, der Posten oben hüpft ja auch nicht dauernd rum, sondern der ist zwischen 2 und 4 Uhr nachts, sitzt der da oben erstarrt und halb tot. Und da kommt man natürlich aus dem Lager raus, aber wohin dann? Die Zwangsarbeiter wurden innerhalb von Dutzenden Lagern für unterschiedliche Arbeiten eingeteilt. Besonders schwer hatten es Gefangene wie Mike Müller-Hellwig, die in der Kohleförderung eingesetzt wurden.
da musste ich die schlimmste Zeit meines Lebens verbringen. Ich musste nämlich vor allem in einem Flöz arbeiten, der 60 cm hoch war. Ich konnte also nur liegend mit der Bohrmaschine arbeiten, liegend schaufeln. Und da dachte ich, also wenn du das länger Zeit machen musst, dann kommst du aus Wachkutta nicht wieder raus. 1800 Kilometer von Moskau nach Vorkuta. 2 Tage hat die Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt für die Strecke gebraucht. Stefans Vater war 2 Monate unterwegs. Jetzt im August sind viele solcher Reisegruppen aus Europa hier. Sie wollen der Opfer von Vorkuta gedenken. Und welche waren Sie? Das ist Vorkutinskaya. Schacht 40, ja. Damals 40, jetzt heißt er Vorkutinskaya. Es ist ein Stück meines Lebens. Da habe ich fast 3 Jahre gelebt, da habe ich gearbeitet. Ich kenne da hinten 2 Friedhöfe, da wäre ich bestattet worden. Nur ein kleines Denkmal erinnert hier noch an das einstige Grauen. Mein Vater war ja von viele Jahre hier, von 52 bis 55. Und jetzt bin ich auch hier nach so vielen Jahren. Morgen ist ja der Aufstandstag, der Gedenktag, 1. August. Also das ist schon sehr bewegend natürlich. Mike Müller-Hellwig ist als Überlebender auch beim russischen Fernsehen gefragt. Ungewohnte Aufmerksamkeit für ihn und seine Geschichte an diesem besonderen Tag. Dem Tag der Gedenkveranstaltung an den Aufstand in Vorkuta 1953. Tausende Gefangene streikten damals im Lager für bessere Haftbedingungen. Der Aufstand wurde am 1. August blutig niedergeschlagen. Wir möchten mit Ihnen zusammen an die Opfer des Streiks 1953 erinnern und ihrer gedenken. Und der Folgen für viele Familien. Bis heute. Mein Vater war zerstört. Mein Vater war zerstört durch die Haft, durch die Folter der NKWD in den Gefängnissen. Er hat sein Leben lang Schlafstörungen gehabt. Durch diesen Ort, durch Vorkuta. Das Thema Gulag, Kommunismus wird nie abgeschlossen sein, zumindest in unserer Familie nicht. Aber es ist ein wichtiger Eckstein, hier an diesem Ort gewesen zu sein, der mein Vater und unsere ganze Familie letztendlich das ganze Leben schwer belastet hat. Sieht ja sehr nach Kacheln aus. Ja, eben. Das Innere eines Baderaums. Und hier lag auch so ein Abfluss. Aha, ja. Also ich vermute mal, das ist das. Dann haben Sie meine schöne alte Banya zerstört. Solche Kacheln waren das auch? Also ja, innen. Ja, also das ist offenkundig die Innenausrüstung des Badehauses. Ja. Vielleicht da unten sogar eine ganze Platte. Ja, die ist weiß. Ach, schade, ja. Greifst du mal die da auf? Die kriegen einen kleinen Holzrahmen und da werden zu Hause wird die Teekanne darauf gesetzt. Dass ich mich immer in fröhlicher Erinnerung an Vorkuta, Lager 5, Schacht 40 erinnere. Sie sehen ja an meiner humorigen Art, dass ich das bereits zur Kriegsgeschichte umgewidmet habe und es ging nicht allen Kameraden so, sind einige nicht imstande gewesen, hierher zu fahren. Und gesagt, das kann ich mir nicht mehr antun, hat mein Freund Gerhard Schulz gesagt. Das schaffe ich nicht, weil die Erinnerung ihn hier vielleicht mitnimmt. Während ich gehe hier und sage, guck mal, da bin ich wieder, bin inzwischen ein wohlhabender Mann. Ja. Und kann locker damit umgehen. Loslassen aber wird es ihn nie, 60 Jahre nach dem Aufstand in Vorkuta.